Hallo ihr Lieben, ich bin von der lieben Steffi von Steffis kleiner Bücherexpress getaggt worden, und zwar für den Future Me Tag, und den möchte ich jetzt ganz gerne abdrehen. Ich muss sagen, dass ich mit dem Tag ein bisschen überfordert bin. Ist nicht ganz so meine Richtung, weil auch so Fantasy und so lese ich ja gar nicht, aber ich versuche einfach mal mein Bestes, weil ich mich sehr freue, dass ich getaggt worden bin. Ich fange auch gleich mal an. Erstens, lässt du die Zukunft auf dich zurasen oder planst du sie vollkommen durch? Bei mir ist das so, also die Zukunft an sich plane ich so gar nicht, weil ich habe damals bei meinen Eltern gesehen, dass es von jetzt auf gleich vorbei sein kann. Was ich aber schon sehr durchplane, ist mein Alltag. Da ich ja zwei kleine Kinder habe, berufstätig bin, ein Hund, mehrere Tiere noch dazu, ist das da schon nötig. Und es ist manchmal auch echt schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, muss ich zugeben. Da muss ich schon planen, um überhaupt alles geregelt zu kriegen. Aber die Zukunft an sich lasse ich dann doch eher auf mich zukommen. Zweitens, glaubst du, die Welt wird in ein paar Jahrzehnten vollkommen anders aussehen? Also was ich schon glaube, ist, dass es mit dem Klima nicht mehr lange gut geht. Man merkt das jetzt ja schon die letzten Jahre. Es gibt ja gar nicht mehr so wirklich die Jahreszeiten. Sommer, Winter wohl, aber Frühling und Herbst, das vermischt sich ja mittlerweile alles schon so ein bisschen. Es gab ja auch schon Jahre, wo es einen ganz langen Winter gab, fast kein Frühling und dann gleich Sommer. Und der dann aber ja auch nicht so ausgeprägt wie früher. Da kann man ja froh sein, wenn man ein, zwei Mal ins Freibad kommt. Ja. Drittens, wenn in der Zukunft Superkräfte möglich wären, welche hättest du? Das ist schon mal die erste Frage, wo ich Schwierigkeiten mit habe. Ich würde dann einfach sagen, Gedanken lesen oder unsichtbar sein in bestimmten Situationen. Aber wie gesagt, ich habe wenig Fantasie, ich bin eher ein realistischer Typ. Deswegen fallen mir solche Fragen halt schwer. Viertens, von fliegenden Autos bis zum Beamen, welche Art von Technik würdest du dir für die Zukunft wünschen? Ja, da würde ich dann sagen, zum Beispiel so ein Gerät, was das Putzen von selbst macht. Und wobei das andererseits auch wieder nicht so gut wäre, weil ich in der Reinigung tätig bin, und dann würde ja meine Arbeit eigentlich auch wegfallen. Also wäre das eigentlich auch nicht so optimal. Ja, ich kann da jetzt so gar nichts sagen. Fällt mir jetzt so gar nichts ein. Sorry. Fünftens, nenne drei Dinge, die du trotz neuer Technologien behalten möchtest. Also ich lese zwischendurch sehr gerne E-Books, aber Bücher, Printbücher möchte ich auf jeden Fall behalten. Dann, was möchte ich noch behalten? Also, dass es beim normalen Fahrrad bleibt. Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber also ich möchte nicht, dass es nur noch so Elektroräder oder so gibt. Und ich liebe zwar Internet und alles drum und dran, aber ich möchte nicht, dass es irgendwann nur noch Computer gibt, nur noch Roboter. Das wäre auch was ich nicht möchte. Sechstens, was dürfte für dich in einer Parallelwelt nicht fehlen? So, da ich mit Parallelwelt und so leider nichts anfangen kann, ich lese ja auch gar kein Fantasy, kann ich nicht sagen, würde ich dann einfach die früher absolut üblichen Wünsche wie Liebe und Gesundheit sagen. Ich weiß es sonst echt nicht. Siebtens, schau in dein Bücher-DVD-Regal, welche von den Büchern, die in der Zukunft spielen, magst du am liebsten? Muss ich leider auch sagen, ich habe keine Bücher, die in der Zukunft spielen. Wie gesagt, ich lese kein Science-Fiction, kein Fantasy. Ich lese ja mehr Thriller und Romane. Ich kann da leider auch nichts zu sagen. Ich befürchte, der Tag wird für euch ein bisschen langweilig, weil ich dazu einfach nichts sagen kann, aber ich wollte ihn halt trotzdem gerne machen. Achtens, Hand aufs Herz, würdest du dich einfrieren lassen, um die Zukunft erleben zu können?
Nein, das nicht. Ich wünsche mir einfach nur, dass ich meine Kinder noch groß werden sehe. Durch das Schicksal meiner Eltern habe ich natürlich schon große Angst, auch früh zu sterben an Krebs. Ich möchte gerne, dass meine Kinder mich noch haben, bis sie groß sind. Das wäre so, das aber einfrieren lassen würde ich mich, glaube ich, nicht. Nee, das wäre für mich dann auch kein Leben mehr. Neuntens und letzte Frage. Willst du in der Zukunft anders sein oder bleiben, wie du jetzt bist? Da gibt es tatsächlich Eigenschaften, die ich gerne ändern würde, wie ich ge ich wäre gerne unbeschwerter. Ich bin so ein Typ, ich grübel den ganzen Tag, bin sehr nachdenklich, sehr ruhig. Ich wäre auch gerne mal ein bisschen lockerer, heiter. Und vor allem, was ich leider von meiner Mutter geerbt habe, ist das Negativdenken. Das würde ich gerne abschaffen. Ich versuche das auch schon jetzt im normalen Leben ein bisschen zu reduzieren, aber es fällt halt sehr schwer, wenn man so aufgewachsen ist und auch jetzt so lange damit gelebt hat. Das würde ich gerne abstellen. Ja, das war so mein Tag. Ich weiß, er ist vielleicht nicht ganz zufriedenstellend für euch. Aber mir ist einfach nichts zu den Fragen sonst eingefallen. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Taggen möchte ich noch Read a Little Book. Sie ist ja auch noch recht frisch dabei, so wie ich. Ja, die anderen, die mir so einfallen, die sind schon länger dabei. Die haben den Tag bestimmt schon gemacht. Ich sage jetzt einfach meinen Namen, Madame Book. Miss Book Passion, Juliette, aber ich denke, dass ihr den Check schon gemacht habt. Und sonst sollen sich einfach alle angesprochen fühlen, die vielleicht auch noch nicht so oft getaggt werden, wie mir das meistens ergeht. Deswegen habe ich mich auch sehr über dieses Taggen gefreut und würde auch gerne weiterhin getaggt werden. Also könnt ihr euch ruhig meinen Namen aufschreiben. Ja, das war's so von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!